Bungie hat mit Define and Shape ihre beste Erweiterung abgeliefert, die meisten Leute sind zufrieden mit dem DLC und im Vorfeld gab es schon über 1 Million Vorbestellungen. 1 Million Vorbestellungen für ein DLC, das sind fast schon Elden Ring Zahlen. Mehr Leute kaufen jetzt Destiny 2 und die aktuelle Erweiterung The Final Shape. Das DLC war also ein voller Erfolg. Und was bedeutet das für das Studio und die Mitarbeiter? You are fired. Wie Bungie bekannt gab, werden 220 Leute aus dem Team entlassen. Das sind ungefähr 17% des gesamten Studios. Weitere 155 Leute werden von Bungie an Sony weitergegeben und dann dort eingestellt. Lasst mich euch also heute erklären, wie wir hier überhaupt gelandet sind und warum diese zweite Entlassungswelle eine absolute Frechheit ist. Dass hier so viele Menschen ihren Lebensunterhalt verlieren, liegt an Gier und zum Großteil auch an einer Person. Aber lasst uns mal von vorne anfangen. Bungie hat denselben Fehler gemacht wie all die anderen Unternehmen mit Entlassungswellen nach der Pandemie. Während Corona waren wir insbesondere zur Lockdown-Phase alle zu Hause, was unweigerlich zu neuen Verhaltensweisen führt. Manche fingen an, Bananenbrot zu backen wie im Fließband, aber viele entdeckten das Gaming für sich. Ich erinnere mich selbst daran, wie viele von meinen Freunden, die vorher selten bis gar nicht zocken, plötzlich Interesse an dem Hobby hatten und es war gar nicht so einfach, ihnen das Gaming beizubringen. Hier steht, drücke A. Ja, drück A. Wo ist A. Das ist die dicke Taste, wo A draufsteht. Ach so, okay, danke. Nicht auf der Tastatur, auf dem Controller. Was ist ein Controller? Das ist das Ding da zum Steuern. Das ist quasi eine Fernbedienung. Okay, danke, aber ich finde hier kein A. Nimm dieses Ding in die Hand. Das ist ein Controller. Okay, der bewegt sich jetzt aber von selbst. Ja, du bist inzwischen gestorben und schaust jetzt mir quasi zu in der Killcam. Ich will aber selbst spielen und nicht dir zuschauen. Ja, du wirst gleich wiederbelebt, da kannst du spielen. Nee, geil. Gaming ist scheiße. Jeder halbwegs vernünftige Mensch hätte dir sagen können, dass dieser Zustand nur temporär ist. Natürlich zocken mehr Leute, wenn wir alle daheim bleiben müssen, aber wirklich langfristig dranbleiben werden all diese Neulinge vermutlich nicht nach der Pandemie. Naja, die ganzen Konzerne, darunter auch Bungie, sehen Rekordzahlen und pumpen ihre ganze Kohle in schnelle Expansion. Konzerne kaufen Rechte für Franchises, es werden ganz viele Leute eingestellt, eine rapide Expansion beginnt. Nur, um nach der Pandemie zu merken, dass das Wachstum der Branche nicht so schnell weitergeht wie währenddessen. Wie stellt man jetzt die Shareholder zufrieden, die weiterhin Wachstum erwarten, wenn das Geld von extern nicht mehr reinkommt? Man spart intern, indem man Leute rausschmeißt. Um das nur in Kontext zu setzen, in der Spieleproduktion ist es völlig normal, Leute nur phasenweise einzustellen und für feste Zeitfenster oder Entwicklungsphasen zu behalten. Während der Produktion macht es deutlich mehr Sinn, viele Coder eingestellt zu haben als nach Fertigstellung, wenn das Spiel nur noch gewartet wird. Nur als kleines Beispiel. Das gesagt, sind die Level an Entlassungen aktuell auf einem nie dagewesenen Ausmaß. Rund 20.000 Menschen haben bisher ihre Jobs verloren. Alles, weil Geld in etwas gepumpt wurde, wo dir ein Fünftklässler hätte sagen können, dass es eine Blase ist. Wer also denkt, diese Entlassungswellen seien normal, weil der Markt regelt ja, das ist Quatsch, denn es geht hier nur um das Streben nach Wachstum für die Shareholder, nach Maßnahmen, die nur getroffen werden, weil die Entscheidungsträger nicht nachgedacht haben und sich von der Gier haben leiten lassen. Das ist absolut die Schuld des Managements. Und auch Bungies Entscheidungsträger Pete Parsons ist da keine Ausnahme, was er übrigens auch selbst zugibt. In dem Blogpost zur Entlassungswelle sagt er selbst, dass sie sich zu dünn gestreckt haben auf mehrere Projekte, die sie einfach nicht tragen können. Zwei dieser Projekte kennen wir. Destiny, klar, aber auch Marathon, das sich in Entwicklung befindet. Aber ein drittes Projekt, eine neue IP, war in Arbeit und wird jetzt nicht mehr von Bungie entwickelt. Dieses Projekt wird an Sony übergeben, die gerade mit dem neuen Personal ein neues PlayStation-Studio gründen wollen. Übrigens etwas, das auch Xbox gerade macht, nachdem sie ja im Mai ebenfalls mehrere Studios geschlossen haben. Was dem Ganzen übrigens die Kirsche aufsetzt, ist, dass Pete Parsons nach dem Kauf von Bungie durch Sony ungefähr 2,3 Millionen Dollar in Autos gesteckt haben soll. In seine private Sammlung von 25 Autos, die man übrigens online einsehen kann. Im Blogpost schreibt er, dass sie alle Optionen untersucht haben und es ihnen unglaublich wehtut, diese Menschen zu entlassen, aber sie sahen sich gezwungen, damit das Studio auch überlebt. Ich frage mich, ob er auch die Option in Erwägung gezogen hat, sein eigenes Managementgehalt zu kürzen. Immerhin ist er für die missliche Lage verantwortlich, aber vielleicht weint er ja ein paar bittere Tränen in seinem 26. Auto oder so. Kurze Anekdote aus der Videospielbranche. Als damals die Wii U floppte, hat der damalige Nintendo-CEO Satoru Iwata sein eigenes Gehalt gekürzt, damit keine Mitarbeiter entlassen werden müssen. Wenn die Mitarbeiter
Mitarbeiter nicht ständig um ihren Job fürchten müssen und zufrieden sind, produzieren sie dann plötzlich Banger, wie ungefähr alle Nintendo-Spiele und die legendäre Nintendo Switch. All das gesagt, bleibt mir schwer zu sagen, wie es weitergeht. Mit so vielen Entlassungswellen ist die Zukunft von Bungie ungewiss. Destiny hat mit Final Shape einen Zustand erreicht, wo man normalerweise über einen dritten Teil nachdenken könnte. Kann Bungie aktuell überhaupt ein Destiny 3 entwickeln? Vor allem, wenn so viele Talente das Team verlassen. Geht das Studio endgültig pleite, wenn Marathon am Ende doch kein Knaller wird? So bitter das Ganze auch ist, das sind vermutlich nicht die letzten Entlassungswellen, die uns dieses Jahr noch erwarten. Daumen sind gedrückt, dass die Leute alle schnell neue Jobs finden, auch wenn die Erfahrung zeigt, dass viele Talente zu solchen Zeiten die Industrie verlassen. Wenn so viele renommierte Entwickler aus dem Senior-Level langsam aber sicher auf den Burnout zugehen, gefeuert werden, die Industrie verlassen, ist es auch irgendwie gar kein Wunder, dass die Spiele inzwischen nur noch unfertig erscheinen. Wenn die Praktikanten alles machen müssen, weil es die erfahrenen Leute nicht mehr gibt, dann sinkt die Qualität der gesamten Industrie. Nichts gegen Praktikanten, aber von irgendwem müssen die es ja auch lernen. Aber das war's mit der traurigen Nachricht für Bungie. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, denn ich bin für heute wieder durch. Trotz der negativen Nachrichten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like und Abo da, denn damit könnt ihr mich supporten. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.